Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den neuen Büchern aus Oktober. Es sind insgesamt 14 Bücher bei mir eingezogen. Ja, der Echtbuchstapel hält sich definitiv im Rahmen, obwohl es eigentlich tatsächlich genau 7 Bücher in haptischer Form sind. Es sind 4 E-Books und 3 Hörbücher. Ich glaube, eins der haptischen Bücher ist aktuell ausgeliehen, deswegen auch nicht hier, aber das blende ich euch dann auf jeden Fall ein. Ja, 14 Bücher, ich glaube, aktuell bin ich bei einem Stand von 12 Büchern gelesen, ist auf jeden Fall schon wieder mehr im Rahmen, als es die letzten 2-3 Monate war. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in der ersten Oktoberwoche ja im Urlaub war und da keine Bücher geshoppt habe, obwohl da ein Buch, glaube ich, ja, trotzdem bei mir angekommen ist, aber das ist ja gar nicht weiter schlimm, das war ja eigentlich vorab bestellt. Ja, starten wir mit dem ersten Buch. Meine Frau will einen Garten von Gerhard Matzig. Ist eine Empfehlung von einer lieben Freundin von mir. Hatte ich mir noch kurz vor dem Urlaub bestellt. Ist theoretisch auch schon am 30. September noch bei mir eingezogen, weil ich ja am 1. dann auch Richtung Flughafen unterwegs war. Aber das Buch habe ich mir bestellt, noch in der Hoffnung, dass ich es dann mit zum Urlaub nehmen kann. Und so hat es tatsächlich auch geklappt. Das ist deswegen jetzt auch schon ausgeliehen, weil es auch schon gelesen wurde. Wir haben hier, ja, unser Autor erzählt uns eigentlich seine Geschichte, wie er von einem Städter mitten in der Innenstadt von München mit seiner Frau und Familie, ja, eher ans Randgebiet gezogen ist, denn seine Frau wollte unbedingt einen Garten und natürlich ein Haus passend dazu. Und was das so für eine Tortur war, das erzählt er uns hier auf sehr sympathische Art und Weise. Es gab viele Momente des Schmunzelns, wo man sich auch selbst durchaus wiedererkennt, gerade wenn man selbst vielleicht schon mal eine Wohnung, ein Haus irgendwie gesucht hat und dann eben auch noch gar, wenn man es baut. Also es war sehr unterhaltsam, es war locker, leicht und auch das habe ich mir für die Urlaubslektüre natürlich gewünscht. Es gibt da auch schon die Bücherwoche zu, also schaut da gerne mal vorbei und ja, vielen Dank natürlich auch an meine Freundin für den tollen Tipp, den sie mir da dagelassen hat. In den letzten Wochen, wenn nicht gar vielleicht schon 2-3 Monaten, ist mir immer wieder Robert Mark Lehmann über den Weg gelaufen. Nicht persönlich, aber besonders auf YouTube habe ich seine Videos sehr, sehr verfolgt und auch das ein oder andere Interview mit ihm habe ich gesehen. Nun ist das Buch Mission Erde bei mir eingezogen. Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Der Autor Robert Mark Lehmann ist ein wahnsinnig irrer, engagierter Typ. Das muss man echt so sagen. Er ist Biologe, hat lange Zeit in einem großen Aquarium gearbeitet, hat Fische aller Art gefangen, um sie eben dann auch in den Aquarienhandel zu bringen. Und irgendwann hat es in seinem Kopf Klick gemacht und er hat gemerkt, wie blöd das ist, was er da eigentlich tut. Und jetzt setzt er sich eben für die Rettung der Erde, der Tiere ein. Und das macht er hier in diesem Buch. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht so richtig, was drinsteht. Ich fand es aber einfach super spannend und unterstützungswert. Und ich bin ja auch Tierschützer, wenn jetzt auch nicht so ein Kraft und gewaltvoller, wie es Robert Mark Lehmann ist. Aber ich glaube, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein richtiger und guter und wertvoller Schritt. Das Besondere ist hier, dass man mit dem Kauf des Buches auch noch einen Quadratmeter bestehenden Urwald rettet, was ich richtig toll finde. Und es ist eben auch einfach Zeit zu handeln. Und ja, guckt euch mal seinen YouTube-Kanal an. Er ist wahnsinnig engagiert. Es ist wirklich irre, worüber er aufklärt. Nicht nur einfach, was alles schlecht läuft, sondern er zeigt uns auch die Schönheit der Tierwelt, wenn er über Haie philosophiert. Da bin ich sofort dabei. Ich finde oder fand Haie schon immer faszinierend. Ich muss auch unbedingt irgendwann mal in meinem Leben mit einem tauchen. Also es geht ja nicht Hand an Flosse, ne? Aber ich möchte die unbedingt mal in Natura sehen. Und ja, das hat er im Grunde alles schon getan. Er hat Lieblingshaie, Lieblingswale. Er spricht über die, wie wenn das einfach Freunde sind. Also man merkt, dass er ganz, ganz tief in dieser Materie drin ist und kann eben auch mit sehr guten Quellen immer wieder belegen, warum Dinge, die wir tun, nicht gut sind. Und ich bin einfach Fan. Ich bin wirklich fangirlig. Ich habe gefühlt wirklich fast jedes seiner Videos mir angeschaut. Bin hier wirklich super interessiert dabei. Schaue mir dann eben auch Seiten an, die er empfiehlt, die unterstützenswert sind. Und ich bin super neugierig auf dieses Buch, was er hier zaubern wird. Ja, schaut seinen YouTube-Kanal. Ich packe ihn wie die Bücher auch mal unten natürlich in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch da Umwelt, Tierschutz interessiert.
Dann auch am Tag vor meinem Urlaub ist Sharing eingezogen von Arno Strobel. Das ist sein neuester Thriller, der auch so ein bisschen in dieses Near Future geht, wie wir es von John Mars kennen. Es war für mich kein klassischer Strobel, wie man ihn zum Beispiel bei Mörderfinder auch kennt. Ich mochte von den drei bisherigen, im Grunde Science-Fiction-Thrillern von ihm tatsächlich Offline bisher am liebsten, während ich ja die App so okay fand. Und bei Sharing war ich einfach super neugierig. Ich habe das Hörbuch auf dem Hin- und Heimflug gehört. Das hat auch zeitlich ganz gut gepasst. Ich musste dann am Ende ein bisschen die Geschwindigkeit hochdrehen, weil ich sonst nicht fertig geworden wäre im Flieger. Aber das hat ganz gut geklappt. Auch der Sprecher hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich habe mir hier so ein bisschen bei dem Thema Sharing versprochen, dass es um Nachhaltigkeit geht, dass es eben darum geht, Dinge zu teilen und dass es eben ja im Grunde einfach so nicht so gute Menschen gibt, die dieses Teilen übertreiben. Also es wird auch schon angeteasert im Klappentext, dass jetzt hier eben der Gründer von dieser Sharing-Seite hier, von der die Rede ist, dessen Frau im Grunde geteilt werden soll. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnig irre Vorstellung. Es hat dann doch aber eine ganz andere Richtung genommen und hatte gar nicht mehr viel von diesen Nachhaltigkeit-Sharing-Gedanken. Das ist im Grunde nur so der Aufhänger, der kurz zu Beginn wichtig ist und gefühlt im Nachgang hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Dennoch habe ich mich ursprünglich auf den Thriller gefreut, muss aber schon sagen, dass jetzt nach zwei eher so Thrillern dieser Art von Arno Strobel ich einfach die anderen von ihm bevorzugen würde. Auch hier gibt es natürlich schon die Bücherwoche, schaut da gerne mal vorbei. Ja, aktuell am Hören bin ich, Game Changer von Neil Schusterman ist auch als Hörbuch bei mir eingezogen. Ein mir bisher unbekannter Sprecher, dazu werde ich aber, denke ich, dann in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr erzählen, also wer auch der Sprecher ist und Ähnlichem. Ich musste zu Game Changer gar nicht viel wissen, außer es ist von Neil Schusterman, das ist ja der Autor unter anderem der Thighs-Reihe, die ich ja großartig fand und wirklich sehr, sehr geliebt habe, auch schon zweimal gehört habe und wirklich ein großer Fan bin. Vollendet habe ich bisher nur den ersten Teil gehört. Ich mochte auch Dry, das hat er zusammen mit seinem Sohn geschrieben. Und nun hat er Game Changer. Und hier geht es um Parallelwelten und es sind verschiedenste Themen wichtig in diesem Jugendthriller von Rassismus über Sexismus, über Homophobie und andere Themen und eben diese Art der Parallelwelten, die unser Protagonist hier durchlebt. Und ich fand auch das Cover cool gestaltet und war da einfach neugierig. Leute, es ist ein Schusterman, ich muss ihn lesen, beziehungsweise in diesem Fall hören und das habe ich jetzt dann auch in dieser Woche angefangen und werde da auf jeden Fall auch dann berichten. Dann habe ich ja The Haunting of Evelyn Jones gelesen und war so angetan von diesem englischen Kinderbuch, dass ein weiteres bei mir eingezogen ist und zwar The House at the Edge of Magic von Amy Sparks. Und das ist mir im Grunde angezeigt worden, als ich zu Evelyn Jones ein bisschen geguckt habe. Ist der zweite Teil schon da, gibt's den als E-Book. Und da ist mir dieses wunderschöne Büchlein angezeigt worden. Es klingt richtig, richtig spannend. Wir haben ja auch wieder ein Abenteuer mit einer Hexe und es gibt geheimnisvolle Schätze und dann gibt es eben auch noch einen Zauberer und ich bin neugierig. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt es, soweit ich es gesehen habe, glaube ich, auch schon auf Deutsch. Zumindest ist mir da auch ein deutsches Cover danach angezeigt worden. Aber ich möchte mich hier bei diesem Kinderbuch auch einfach wieder im Englischen zaubern lassen. Ich überlege ja, ob ich mir nicht so eine eigene Challenge stelle, einfach jeden Monat ein englisches Buch zu lesen, weil mir das mit Evelyn Jones jetzt wirklich richtig viel Spaß gemacht hat. Und ob ich dann vielleicht Bücher, die jetzt auch durchaus im Deutschen neu erscheinen sind, sie nicht einfach dann im Englischen mir zulege, um einfach so das Englisch wieder ein bisschen mehr zu üben. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Haus Magisches so für uns bereithält. Und es hat mir auch im Englischen einfach so gut gefallen und ich bin super neugierig und freue mich da auch aufs Lesen. Dann ist das sechste Buch der Romantic Escapes-Reihe von Julie Kaplan herausgekommen, Das kleine Chalet in der Schweiz. Ich habe hierzu schon mal einen Hörgenuss gemacht und fünf Bücher vorgestellt, die eben damals dann auch schon erschienen waren. Und ich freue mich sehr, dass wir hier ein bisschen in diese winterliche, schweizerische Stimmung kommen und hier in einem Chalet unterwegs sind. Wir haben ja oft eine Protagonistin, die aus verschiedensten Gründen ihr reguläres Leben im Grunde verlässt, daraus flüchtet, meist sich dann eben, in diesem Fall in der Schweiz niederlässt. Und ich wünsche mir halt hier auch wieder so ein bisschen dieses Leben umkrempeln, dann das Kulinarische aus
aus der Schweiz, das Leben der Schweiz, das so ein bisschen, wo man hier so eine gewisse Gemütlichkeit auch erwartet und eben so ein bisschen das kleine, feine, kleinere und bin da einfach super neugierig, was uns da so ein bisschen erwartet. Freue ich mich jetzt sehr, im ja, wahrscheinlich November jetzt auch anzuhören, bin da super gespannt, was Judy Kaplan zaubert. Es ist auch schon im Englischen zumindest angekündigt, ein Cottage im Cornwall, wenn ich mich nicht irre. Und für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, in den Frühlings-Sommermonaten auch diese kleine geheimnisvolle Bucht in Kroatien dann im Englischen zu lesen. Aus unerfindlichen Gründen wird das nämlich nicht übersetzt. Ich habe da auch den Verlag schon angeschrieben, habe ihm eine Rückmeldung bekommen, dass dieses Buch nicht ins Konzept passt, wie die anderen Bücher wohl wären. Wo ich mir so denke, haben wir jetzt hier irgendwie New Adult oder ein Erotikroman, ich kann es noch nicht greifen, aber ich möchte das auf jeden Fall dann nächsten Monat in den Sommermonaten selbst lesen und werde mir da das englische Buch dann auch holen. Es gibt was Neues von Leigh Bardugo und zwar gibt es eine Art Sachbuch zu ihrer Krishaverse-Reihe, beziehungsweise ist es ja das Leben der Heiligen. Das ist eben ein Buch, worauf so mancher Protagonist, Charakter aus dieser Krishaverse-Reihe im Grunde zugreift. Also es ist so ein bisschen wie wenn bei dem Herrn der Ringe Aragorn etwas von Beren und Lucien erzählt oder ja im Grunde Dinge aus anderen Werken als Weisheit erzählt und das ist im Grunde das Grundbuch dazu. Also man hatte öfter in den Büchern den Hinweis auf das Lied der Heiligen und umso neugieriger war ich natürlich drauf. Ich mag es bei Fantasy-Welten so ja, in die Hintergründe einzutauchen. Also beim Herrn der Ringe wäre das ja das Silmarillion. Es gibt ja auch ein, zwei Bücher, die bei George R. R. Martin eine Rolle im Hintergrund spielen. Und ja, so bin ich super neugierig, wenn so Legenden überliefert werden, dass man jetzt mal so den Ursprung liest. Ich weiß tatsächlich gar nicht groß, um was es sonst darin geht. Freue mich da aber sehr darüber und ja, werde es auf jeden Fall als E-Book dann lesen. Ein kleines, kurzes E-Book ist ebenfalls herausgekommen von Kelly Moran, nämlich Redwood Lights. Das ist sozusagen der 6. Band. Es ist aber eher eine Novelle, eine Kurzgeschichte. Die hat auch als E-Book nur, glaube ich, 2,99 gekostet und ist deswegen auch als E-Book bei mir eingezogen. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich es mir anhöre, dachte aber dann, für so eine kurze Geschichte irgendwie ein Guthaben zu verballern, das hätte ich irgendwie, ja, nicht so gut gewunden. Deswegen habe ich mir das E-Book geholt. Ich mochte bis auf einen der 5 Bände ja die Redwood-Reihe sehr, sehr gerne. Zu Beginn hatten wir die 3 Tierärzte, wo sich dann eben Liebesgeschichten wimmeln. Im zweiten Part, der dann sozusagen Teil 4 und 5 war, hatten wir einen Feuerwehrmann und den Sheriff, der die Geschichte so ein bisschen weitergegriffen hat. Man da trifft natürlich immer die Leute aus Redwood und hier spielt dann wohl auch das Drachentrio, was allen Redwood-Lesern sozusagen ein Begriff ist, wieder eine Rolle. Ich bin neugierig. Freue mich, das dann auch so bei den ersten Schneeflocken zu lesen und bin da sehr gespannt, was Kelly Moran hier zu erzählen hat. Dann sind 2 Bücher über Medimops bei mir eingezogen. Ich habe hier noch 2, 3 andere Dinge bestellt, die keine Bücher sind. Und dann habe ich auch mal geguckt, was so von meinen Wunschlisten, Zettelbüchern sozusagen da sind. Und zum einen ist das einmal Pfoten im Schnee von Lotti Meyer. Das ist das 12. Buch, soweit ich das gesehen habe, der Sehnsuchtsorte-Reihe. Also es gibt da auch noch 11 andere Bücher, wo ich auch 2, 3 andere noch auf der Liste habe. Wir sind hier in Lappland unterwegs und unter dem Polarlichtern wartet das Glück. Es geht hier eben um Lotti Meyer selbst. Sie ist Modedesignerin, hat einen guten Job und wohnt und hat eigentlich ein Ferienhaus in der Schweiz. Aber so richtig glücklich ist sie wohl irgendwie nicht und dann macht sie im Land eine Hundeschlittentour. Und für ihren Traum in der Stille und Abgeschiedenheit des hohen Nordens zu leben, gibt sie alles auf. Doch es verläuft alles ein bisschen anders und dann spielen auch noch Huskies eine Rolle. Und ich bin jetzt ja nicht der größte Schneefan, würde wahrscheinlich tatsächlich auch nur nach Lappland reisen oder in diese Region, um Polarlichter zu sehen, um Huskies zu sehen. Finde ich super faszinierend und spannend und ich freue mich da sehr drauf. Ist auch kein sehr dickes Büchlein. Es gibt, wie gesagt, noch 11 andere Geschichten, die sind hier aber jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwie verzeichnet. Aber da habe ich mir 2, 3 andere auch mal auf die Wunschliste gepackt. Die sind natürlich vom Schreibstil immer anders, weil natürlich ein anderer Autor dahinter steht. Aber wenn mir die gut gefällt, wer weiß, vielleicht ziehen da noch andere Bücher der Reihe ein. Und dann
Ja, und dann haben wir im Neuerscheinungsvideo Anka und ich über den dritten Teil der Dash und Lilly-Reihe gesprochen. Und ich habe ja letztes Jahr Band 1 gelesen und jetzt musste natürlich auch Band 2 her. Und zwar Neuer Winter, Neues Glück von Rachel Cohn und David Levithan. Ich mochte ja sowohl den ersten Teil als Buch als auch die erste Staffel. Und wenn ich jetzt tatsächlich in diesem Winter noch Band 3 lesen möchte, muss natürlich erst Band 2 gelesen werden. Es geht, glaube ich, komplett weiter. Wir haben Lilly, die liebt ja total Weihnachten. Dann haben wir eben Dash, der ist so eher Weihnachtshasser. Und dann haben sie eben ein Weihnachten, wo sie ja im Grunde zueinander finden, über ein Notizbuch sich gegenseitig Aufgaben stellen. Und das war so, so, so schön im ersten Band. Und ich vermute mal, dass es jetzt hier ein Jahr weitergeht, denn ja, es ist tatsächlich jetzt wieder Dezember und es soll ein schlagfertiges Wortgefecht sein und es soll hippe Orte in New York City geben und eine romantische Komödie. Ja, was passt besser als dann in den November, Dezember, wenn so Weihnachtsstimmung aufkommt? Und wie gesagt, auch der dritte Teil klingt vom Klappentext spannend und ich muss dann natürlich unbedingt den zweiten lesen. Ich hoffe ja auch noch drauf, dass es den zweiten Band als zweite Staffel bei Netflix gibt. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht irgendwie herausfinden können. Vielleicht wisst ihr da ja irgendwie mehr. Auch von Jay Kristoff gibt es in diesem Monat etwas Neues. Bevor es ja im November mit der Stormdancer-Reihe weitergeht, gibt es diesmal Life Like 13, das Babel-Projekt, auch wieder eher ein Jugendbuch, was schon etwas älter ist. Ähnlich wie die Stormdancer-Reihe ja auch schon, ich glaube, 10 Jahre alt ist, ist das jetzt auch eine Geschichte, die ins Deutsche übersetzt wurde, obwohl sie schon ein bisschen älter ist, was ich aber gar nicht schlimm finde. Ich glaube, im nächsten Jahr ist dann ja Empire of the Vampire auch im Deutschen angekündigt. Ich liebäugle da auch noch mit dem englischen Buch. Weiß nur nicht, ob ich mit dem Stil von Kristoff, der ja schon im Deutschen sehr speziell und großartig ist, ob ich da im Englischen klarkomme. Da bin ich mir irgendwie so ein bisschen unsicher. Aber es lächelt mich sehr, sehr, sehr an. Und vielleicht wäre das ja dann auch endlich eine Vampirgeschichte, die mich endlich mal wieder packt und nicht so wütend und verzweifelt zurücklässt, wie zum Beispiel Grave. Aber ja, hier haben wir ein Jugendbuch und ich muss auch ihr ehrlich gestehen, ich kann gar nicht so viel zum Klappentext in irgendeiner Art und Weise sagen. Ich habe den einmal so grob gelesen, als wir ihn in den Neuerscheinungen vorgestellt haben und gefühlt habe ich das wieder direkt vergessen. Es ist Jay Kristoff mit Nevernight, hat er sich in mein Herz geschrieben. Auch Stormdancer fand ich großartig. Ich mochte auch Aurora erwacht. Ich bin da ein riesen Fan. Ich mag seine Art des Humores, den Blick auf die Welt, wie er ihn dann auch rüber transportieren kann und ich bin da neugierig, was er in der Science-Fiction-Richtung macht. So war es ja doch jetzt eher Fantasy, High-Fantasy, Dark-Fantasy, wie wir das auch immer benennen wollen. So haben wir ja scheinbar ein bisschen eine Art Dystopie, Utopie, irgendwie was so ein bisschen auf jeden Fall Zukunftsartiges. Ich bin super neugierig und das Buch wird auf jeden Fall bald gelesen. Das nächste E-Book ist aus dem Festerber Verlag, ist der Auftakt einer Trilogie, ist von M.A. Carey und das ist die Legende von Koli, ja. Ich glaube, ich habe jetzt den ersten Teil, den Untertitel vergessen. Die Verbannung, die Verbannten, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ein Buch, das im Fester Verlag erschienen ist. M.A. Carey ist bekannt für Die Berufene, was ich damals sehr, sehr gefeiert habe, was wirklich ein ganz, ganz tolles Jugendbuch war, wurde, glaube ich, auch verfilmt. Ich habe, glaube ich, die Verfilmung aber nicht gesehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ist so ein gelbes Cover mit so einem Mädchen, was die Arme so schräg hochhält. Habe ich sehr, sehr gefallen. Gibt es auch einen zweiten Teil, den ich auch sehr gut fand. Hier war ich vor allem fasziniert, dass es im Fester Verlag erscheint, wo man ja eher so Horror- und Slasher-Bücher erwartet. Das ist ja aber beim Fester Verlag überhaupt nicht mehr so. Es ist ja auch schon mein 4. oder 5. Buch dieses Jahr vom Fester, was einzieht. Und ich finde die Cover zum einen richtig, richtig toll. Der E-Book-Preis liegt, glaube ich, bei 5,99, also auch wirklich ein günstiger Preis und auch so wirklich der Preis, den ich für ein E-Book absolut gerechtfertigt finde. Und es geht hier irgendwie um den geheimnisvollen Wald, es geht um Kannibalen, es geht um verschiedene Mächte und so viel mehr weiß ich tatsächlich gar nicht mehr daraus. Auch so ein Buch, wo ich dachte, das lese ich auf jeden Fall und dann versuche ich auch den Klappentext irgendwie wieder zu verdrängen. Ich glaube, die anderen beiden Bücher sind auch terminlich schon angekündigt, also da muss man auch gar nicht lange warten und ich freue mich drauf. Ich finde das Cover grandios. Ich mag es, wenn wir so mysteriöse Wälder haben, wo geheimnisvolle Dinge passieren. Kannibalen finde ich auch ein spannendes Thema. Und da bin ich super gespannt, was uns hier auf jeden Fall erwartet. Die letzten beiden Bücher sind, da muss ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Es sind Bücher von Adriana Popescu. Es sind aber nicht einfach Bücher von ihr. Es sind Bücher, die sie unter dem Namen Carey Price geschrieben hat. Ja, damit verbindet man
New Adult. Und die Make It Count-Reihe, die sie einst geschrieben hat, vor langer, langer Zeit, zusammen mit Anne Freitag unter dem Namen Ellie Taylor, haben sie als Self-Publisher herausgebracht. 4 Bände, jeder hat abwechselnd etwas in dieser Reihe geschrieben. Und sie hat in einem Hangout letztens bei Eva von Herz auf der Zunge erzählt, dass diese Bücher im Grunde ja nach einer Anleitung entstanden sind, die sie im Internet gefunden haben, wie man New Adult Bücher schreibt. Was da im Grunde drin vorkommen muss, wie man das verarbeitet, wie das am besten funktioniert und so weiter. Und sie sich rangesetzt haben und eigentlich mit so einer Prise Humor diese Geschichten geschrieben haben. Total klischeehaft und ich hoffe einfach, dass ich nach dieser langen Zeit darüber lachen kann. Und dann ist der Knauer Verlag darauf aufmerksam geworden, weil eben sie als Self-Publisher auch so erfolgreich waren. Und dann hat man diese Reihe ja nochmal im Verlag herausgebracht. Und danach folgten ja dann auch nochmal die New York Diaries, wo es ja auch 4 Bände gibt, die sie auch mit Anne Freitag geschrieben hat, also Ellie Taylor und Carrie Price, die ja in New York City spielen, im Knights Building, die ich auch sehr, sehr gefeiert habe, die aber gar nicht eigentlich New Adult waren, sondern eher schon so klassische Liebesromane, vielleicht auch so Frauenlebensgeschichten, die eben alle in New York City spielen. Sie hat es im Hangout so schön bezeichnet, eine Mischung aus Friends und Sex and the City. Und ich glaube, diese Mischung ist tatsächlich gut getroffen. Und ich habe die damals sehr, sehr gefeiert, habe aber immer gedacht, New Adult ist nicht meins. Und ich lese die Make It Count rein. Und man soll ja niemals nie sagen, ja, die beiden Bücher von Carrie Price sind sozusagen jetzt bei mir eingezogen. Zum einen Gefühls Beben. Das ist im Grunde der 2. Band der Make It Count-Reihe, aber das 1. Buch von Adriana, Unnahbar und verführerisch. Und wir sind eben hier in Oceanside, das ist eine Kleinstadt und Lynn ist hier jetzt eben, hat sie eigentlich hinter sich gelassen, doch dann kommt sie eben wieder zurück und sie findet dann eben auch am Kensington College in Boston, hat sie ihr Herz versteckt hinter einer Fassade aus Sarkasmus. Doch dann trifft sie auf Jared Parker, sie ist unverschämt gut aussehend und lässt ihr Herz direkt höher schlagen. Und romantisch und sexy, ein Make-It-Count-Roman. Ich möchte versuchen, es mit ganz viel Humor zu nehmen. Und besonders bei dem 2. Buch freue ich mich drauf, als sie hier nämlich die Geschichte erzählt hat, dass das im Grunde eine Art Dirty Dancing ist und wir auch noch eine Jennifer und einen Patrick haben. Und wer es nicht weiß, die Hauptdarsteller sind Patrick Swayze und Jennifer Grey. Und als das Adriana in dem Hangout erzählt hat, dachte ich, okay, es bleibt dir als Dirty Dancing und Patrick Swayze Fan eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als dieses Buch nicht doch zu lesen. Und das ist dann Sommersturm. Das ist im Grunde der 4. und letzte Teil der Reihe, aber das 2. Buch von Adriana. Und ja, ich werde mich da jetzt mal rantesten. Sollten die mir super gut gefallen haben, werden, denke ich, die Bücher von Anne Freitag auch noch einziehen. Und die beiden, Jen und Patrick, könnten nicht unterschiedlicher sein. Sie ist bildhübsch, wohlhabende Familie, eine Musterstudentin und er hat nie das große Glück erlebt. Er glaubt auch nicht dran und hat ein dunkles Geheimnis, was er weggesperrt hat mit seinen Gefühlen. Und dann gibt es aber doch einen kurzen Moment zwischen den beiden und es löst einen Sommersturm aus. Also ja, ich freue mich drauf. Also ich sage das ja selten, dass ich New Adult gut finde und das feiere, aber ich glaube, dass es hier einfach die richtige Mischung ist. Über die Cover lässt sich wahrscheinlich streiten. Adriana hat auch so schön gesagt, hier diese Palmenblattschatten. Hier hat man es ein bisschen übertrieben. Ja, da muss ich ihr absolut recht geben. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin neugierig. Ich freue mich sehr drauf. Also es ist nicht nur gekauft, weil Adriana so eine gute Anfixerin ist von ihren eigenen Büchern, sondern auch, weil ich einfach mir da lockere Unterhaltung erhoffe. Und gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit vielleicht so einen Lichtblick an einem Wochenende, wo man einfach 2 Nachmittage so eingemummelt die Bücher liest und sich einfach so in den Sommer träumt. Ich bin da sehr, sehr gespannt und freue mich da drauf. Und ja, das waren sie jetzt auch schon. Die 14 Bücher des Monats, auch schon ein bisschen was gelesen, Gott sei Dank. Aber so im Vergleich zu den gelesenen Büchern vom Oktober bin ich da auch ganz zufrieden, dass der Sub nicht exponentiell ansteigt. Muss mich aber, glaube ich, zurückblickend auch mal ein bisschen um die Rache des Sub kümmern. Mal vielleicht interessiert euch da ja auch irgendwie ein Video. Sagt das gerne mal, ob wir da vielleicht fürs erste Halbjahr uns mal anschauen, was aus den Büchern da irgendwie geworden ist. Ihr findet die Bücher wie gewohnt unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch welche Bücher Rezensionsexemplare sind, findet ihr unten. Und ja, das waren sie jetzt, die Neuzugänge. Ich bin gespannt, was bei euch eingezogen ist. Vielleicht ja auch das ein oder andere Neuerscheinungsbuch. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.